Ayo Freunde und damit herzlich willkommen zur vierten Folge vom größten Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom Vergleich. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Titan, beziehungsweise mit dem zweiten Tempel. Und ja, ich würde sagen, es wird in beiden Fällen sehr, sehr warm. Feurig warm. Bevor das Video startet, wollte ich mich nun noch bei allen Zuschauern bedanken. Und für die, die neu dabei sind, lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Die Quest in Zelda Breath of the Wild um Varudania beginnt damit, dass Bulo, der Anführer der Goronen Goronia, Link darum bittet, Yunobo zu finden, der Medizin für Bulos Rückenschmerzen besorgen soll. Als Link Yunobo in der Nordmine aufspürt, erfährt er, dass Yunobo im Inneren der Nordmine eingeschlossen ist. Link muss die Eingänge der Mine aufsprengen, um Yunobo zu befreien. Zusammen kehren sie nach Goronia zurück, doch Bulos Schmerzen lassen ihn Rudania an diesem Tag nicht mehr angehen. Stattdessen schickt er Link zur Brücke von Eldin, um die Nachricht Yunobo zu überbringen. Dort angekommen, muss Link gegen Moblins kämpfen, um die Brücke mit Hilfe von Kanonen herunterzulassen, um Rudania zu erreichen. Sobald sie den Titan erreichen, müssen Link und Yunobo sich an den Flugwächtern vorbeischleichen und Kanonen finden, um Rudania zu bekämpfen. Als Rudania besiegt ist, betritt Link den Krater und muss verschiedene Rätsel lösen, um die Kontrollsiegel zu brechen und die Steuerungseinheit zu aktivieren. Dies führt zu einem intensiven Bosskampf gegen Ganons Feuerfluch, der Daruks Seele gefangen hält. Nach dem Sieg über den Feuerfluch erhält Link Daruks Schirm. Eine mächtige Fähigkeit, die ihm im weiteren Spielverlauf von Nutzen sein wird. Gut gemacht, Bruder. Daruk, Recke der Goron. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rudania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Denk immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin.
Damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. In Tears of the Kingdom müssen die Spieler zunächst gegen den von Zelda beeinflussten Yunobo kämpfen, bevor sie mit ihm zum Todesbergkrater gehen können. Dort angekommen, treffen sie auf Ulvatia, die Ausgeburt des Todesbergkraters, gegen die sie kämpfen müssen, um in den Todesberg springen zu können. Nachdem sie Ulvatia besiegt haben, gelangen sie schließlich in den Todesberg und können den Feuertempel betreten. Nachdem sie diese Prüfung gemeistert haben, gelangen die Spieler zum Feuertempel, wo sie 5 Schlösser öffnen müssen, um zum Boss zu gelangen. Jedes Schloss stellt eine Herausforderung dar, die es zu überwinden gilt. Schließlich treffen sie auf den mächtigen Boss Boldogoma, den Peiniger des Feuertempels, der ihre Fähigkeiten auf die Probe stellt. Die Komplexität des Feuertempels und die Vielzahl der Rätsel können die Spieler herausfordern und erfordern sorgfältiges Nachdenken und Erkunden. Doch mit Entschlossenheit und Geschick können sie letztlich den Boss besiegen und das Gebiet befreien. Yuno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also
Der Versiegelungskrieg? Und etwas später... Da besuchte mich eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite. In den vielen Schlachten, die darüber haben. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren, aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Ich bin Yunobu, der Weise des Feuers. Und ich stehe von nun an fest an deiner Seite. Nimm das hier als Beweis für meine Treue. Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Thank you.
Nach der soeben gründlichen Betrachtung der Quest um Varudania in Breath of the Wild und des Feuertempels in Tears of the Kingdom, sowie meiner persönlichen Meinung, scheint Breath of the Wild in diesem Abschnitt einen Vorteil zu haben. Die Quest zum Daruk, den Recken der Goron, bietet eine fesselnde Geschichte mit coolen Rätseln und Herausforderungen, die die Spieler begeistert. Zudem ist Varudania als Titan ein beeindruckendes Element des Spiels, das mit seiner einzigartigen Gestaltung und den interessanten Mechaniken überzeugt. Im Gegensatz dazu scheint der Feuertempel in Tears of the Kingdom einige Verwirrung hervorzubringen, was möglicherweise das Spielerlebnis beeinträchtigt. Trotzdem ist die Musik und das Gameplay in beiden Spielen in diesem Abschnitt herausragend und trägt zur Atmosphäre bei. In Anbetracht meiner Meinung und dem Vergleich beider Quests steht es nach der vierten Folge meiner Serie 2:2. Somit erhält Breath of the Wild in dieser Folge den Punkt für die herausragende Quest um Varudania. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Part.